Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das PCDS Bundle von Camo Caputo. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. PCDS von Camo Caputo, das Ganze im Oktober 2016 erschienen, in Bundle-Form. Wir werden das Ganze mal hier aus dieser Folie, aus dieser Verpackung holen. Und zwar setzt sich dieses Bundle aus drei Teilen zusammen. Und zwar haben wir hier einmal das Album an sich, dann haben wir hier Papes und Filtertipps und dann haben wir einmal ein Shirt mit dabei. Also, wir starten wie immer mit dem Album an sich. Geht recht schnell, nachdem hier ja nichts irgendwie in Folie eingeschweißt ist. So sieht das Ganze aus. Also, wir haben hier einmal den Bart und den Mund, die untere Gesichtshälfte von Camo Caputo zu sehen. Caputo Musik präsentiert, das ist das Label von Camo Caputo. Und dann haben wir hier in seiner, ja, in seiner Mundecke, sage ich mal, hier eine Knolle grünen Zeugs. Also sieht sehr stark nach Gras aus. Hier unten in seinem Bart lesen wir dann Camo Caputo PCDS. Soweit ich informiert bin, kommt das Ganze, wie auch der Interpret, aus dem Russischen, also das Wort. Man spricht es ungefähr PCDS aus, also nicht PCDS, sondern PCDS. Und das ist ein Synonym für, ja, für negative Sachen. Also das Wort heißt so viel wie beschissen, Katastrophe, abgefuckt. Also ist auf jeden Fall eher im negativen Sinne verwendet. Auf der Seite haben wir dann auch nochmal Interpret plus Albumtitel stehen. Und auf der Rückseite dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 11 Tracks an der Zahl und keinerlei Features. Hier haben wir dann nochmal eine Hand von Camo Caputo, in diesem Fall die linke Hand. Und auch dieser hält wieder hier eine Knolle in der Hand. So sieht das dann von innen aus. Wir haben hier ein Digipack ohne Booklet. Allerdings, was auffällt, wir haben hier mit silbernem Edding eine Unterschrift in der Innenseite. Was lesen wir hier? Gibt's das auch mit Knoblauchsoße? Camo Caputo. Alles klar. Dann hier die Unterschrift. Dann haben wir hier so einen ziemlich dreckigen Schuh. Wenn mich nicht alles täuscht, ein Nike Air Force. Und dann haben wir hier noch die Credits zum Album. Also wer hat produziert etc. Und so sieht dann das Album aus. Auch hier wieder dieser dreckige Schuh. Die CD. Und die Rückseite glatt schwarz. Gut, also das Album mit insgesamt 11 Tracks und keinerlei Features. Dann haben wir das hier mit dabei, Papes und Filtertipps. Hier noch das Logo von Camo Caputo, hier diese Kakerlake. Camo Caputo lesen wir hier. Das Ganze kann man dann hier einfach aufklappen. Auch hier wieder die Kakerlake. Kakerlaken, wohin man nur sieht. Alles voll damit, sogar die Filtertipps wurden damit bedruckt, jawohl. Und die Rückseite ist blank weiß. Die kann man dann hier einzeln, die sind ja schon hier so vorgelocht, vorperforiert, kann man die dann hier so raustrennen. Und das Ganze ist dann natürlich auch noch hier gefüllt mit roten Papes, also rote Verpackung, aber die Papes dann an sich sind meines Wissens weiß. So sieht das aus. Okay. Machen wir wieder zu. So, lässt sich das Ganze hier wieder verschließen. Und als letzten Bundle-Inhalt, als dritten Bundle-Inhalt, haben wir dann noch ein Shirt mit dabei. Und zwar haben wir hier ein schwarzes Shirt mit einem Riesenaufdruck der Kakerlake. Die zieht sich hier echt komplett über die, ja, fast über die gesamte Fläche. Und wir haben es hier zu tun mit einem B&C Exakt 190 in der Größe S. Jawohl, S. Und zwar gab es das Shirt damals in den Bundles in verschiedenen Variationen. Größen meines Wissens von S bis XL oder XXL auswählbar.
Ich bin normalerweise so ein M-Träger, also wenn möglich, dann nehme ich Shirts in M, die passen dann meistens ziemlich perfekt. Allerdings gab es in diesem Bundle damals, als ich bestellt habe, kein M mehr und ich glaube auch kein L mehr. Deswegen habe ich dann zu S greifen müssen. Das wird voraussichtlich ziemlich eng werden, aber ja, eventuell passe ich ja doch irgendwie rein. Schauen wir mal. Und zwar ist dieses Shirt aus 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze noch einmal kurz im Detail an, wie das getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier das schwarze Shirt mit dieser weiß-schwarzen Kakerlake über die komplette Fläche. Beginnend hier im Brustbereich bis runter in den unteren Bauchbereich. Ja, der Aufdruck an sich sieht echt gut aus, auch wenn ich ehrlich gesagt sagen muss, dass ich kein Riesenfan von Kakerlaken bin. Die sind für mich eher, ja, Ungeziefer und mit denen muss ich jetzt nicht unbedingt auf dem Shirt rumlaufen. Aber ansonsten von der Gestaltung und vom Druck sieht das echt gut aus. So, und eine Sache bezüglich dieses Shirts habe ich euch jetzt in der Eile irgendwie noch unterschlagen. Und zwar haben wir hier auf der Rückseite natürlich auch noch einen Neckprint. Keine Ahnung, warum ich euch den Rückenteil nicht gezeigt habe. Hier lesen wir dann auch noch Camo Caputo. Das Ganze hier so im unteren Nacken, im Rückenbereich. Sieht recht gut aus und somit ist das Shirt also beidseitig bedruckt. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe S, wie gesagt, Größe war damals frei wählbar. Dann diese Packung hier mit den Papes und Filtertipps. Und natürlich das Album an sich, Pissed Yes, mit insgesamt 11 Tracks und Unterschrift auf der Innenseite. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Camo Caputo unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf, ciao!